Guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Willkommen zu den Heute-Express-Nachrichten. Für Freiheit und Sicherheit durch einen starken Staat, so heißt eine neue Erklärung des Bundesvorstands der CDU, mit der die Partei in den Wahlkampf zieht. Rot-grün geführten Ländern wirft die CDU bei ihrem Treffen im Saarland vor, bei ihnen stehe die Sicherheit auf dem Spiel. Sicherheit also als bestimmendes Thema, auch was Arbeit und Wirtschaft angeht. Die Klausur des CDU-Vorstandes zugleich Auftakt für das Wahljahr 2017. Mehr Geld will die Partei für Forschung ausgeben. Sie schließt Steuererhöhungen auch weiter aus und sie will mehr Steuergerechtigkeit. Steuerschlupflöcher müssten geschlossen werden. Wir wollen das einlösen, was schon Ludwig Erhard gesagt hat. Wohlstand für alle, Arbeit für alle möglichst und deshalb uns nicht auf der im Augenblick recht günstigen Situation ausruhen, sondern die Weichen in die Zukunft stellen. In ihrer saarländischen Erklärung heißt es, finanzielle Spielräume sollten künftig zu einem Drittel in den Ausbau der Infrastruktur, zu einem Drittel für Steuersenkungen, vor allem für kleine und mittlere Einkommen, und zu einem Drittel für notwendige Ausgabensteigerungen und zur Schuldentilgung verwendet werden. Noch ein Papier gibt's, eines zum Thema Sicherheit. Nichts wirklich Neues nach all den Beschlüssen der letzten Tage. Im Kern eher eine Aufforderung an nicht unionsregierte Länder, nachzubessern. Es ist nicht vernünftig, wenn zum Beispiel in NRW keine Schleierfahndung stattfinden kann. Es ist nicht vernünftig, wenn die Videoüberwachungsregeln unterschiedlich sind. Das Treffen im Saarland, auch ein Stück Wahlkampf. Die Ministerpräsidentin will im Frühjahr wiedergewählt werden. Nicht gelöst bis dahin aber wohl der Streit mit der CSU über die Obergrenze. Aber in 95-98% der Fälle sind wir einer Meinung. Und ich glaube, das muss man einfach aushalten können und nicht jeden Tag darüber reden. Ein Dissens sei das, der bleibe, sagt sie. Und dennoch hofft sie weiter auf einen gemeinsamen Wahlkampf mit der CSU. Auch die Linke steckt den Kurs für das Wahljahr ab. Die Parteiführung stellte ihren Entwurf für das Wahlprogramm vor. Darin geht es vor allem um soziale Gerechtigkeit. So fordern die Linken eine Reichensteuer von 60% für Einkommen über 260.000 Euro. Wer auf über 1 Million Euro kommt, soll 75% Steuern zahlen. Hasskommentare und Falschmeldungen in sozialen Netzwerken. Die Regierungskoalition will in Zukunft schärfer dagegen vorgehen. Dazu plant sie, hohe Bußgelder für die Seitenbetreiber einzuführen. Unionsfraktionschef Kauder sagte am Rande der CDU-Vorstandsklausur, Internetunternehmen wie Facebook müssten künftig zugängliche Beschwerdestellen haben. Und zweitens wollen wir, dass innerhalb von 24 Stunden eine Reaktion der sozialen Netzwerke erfolgt, wenn sich jemand beklagt, damit jetzt endlich aufhört, dass Beleidigungen, Hass und Unwahrheiten in den sozialen Netzwerken weiter überhand nehmen. Nach dem Senat hat auch das US-Repräsentantenhaus einen ersten Schritt gemacht, um die vor wenigen Jahren eingeführte Gesundheitsreform des scheidenden Präsidenten Obama wieder abzuschaffen. Das von den Republikanern dominierte Abgeordnetenhaus verabschiedete eine Regelung, die die Aufhebung des als Obamacare bekannten Reformpakets ermöglicht. Der künftige US-Präsident Trump hatte die Abschaffung im Wahlkampf angekündigt. Außenminister Steinmeier hat in Kolumbien ein Entwaffnungszentrum für FARC-Rebellen besucht. Dabei rief er die früheren Konfliktparteien dazu auf, den Friedensprozess fortzusetzen. Ende vergangenen Jahres hatten sich FARC-Guerilla und Regierung auf ein Abkommen geeinigt, nach jahrzehntelangem Bürgerkrieg und mehr als 220.000 Toten. Berlins regierender Bürgermeister Müller will den erst vor einem Monat ernannten parteilosen Baustaatssekretär Andrei Holm entlassen. Holm ist wegen seiner Stasi-Vergangenheit umstritten. Er war als Jugendlicher angeworben worden, hatte dazu aber lange falsche Angaben gemacht. Auf der A1 zwischen Hamburg und Lübeck haben Glätte und Hagel zu einer Massenkarambolage geführt. Mehr als 20 Fahrzeuge rasten ineinander, darunter auch ein LKW. Ein Autofahrer wurde getötet. 13 Menschen sind verletzt, 2 von ihnen schwer. Die Autobahn wurde komplett gesperrt. Und hier noch die Wetteraussichten für morgen. Im Osten und Süden stark bewölkt mit einigen Schneefällen, sonst freundlicher und meist trocken. Höchsttemperatur -4 bis +5 Grad. Das war es von uns für den Moment. Die nächsten Nachrichten hier hat um 19 Uhr Barbara Hallweg für Sie. Und jetzt erstmal der Länderspiegel. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss.